Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spoiler-Video zu Battle of Zeneca und wieder mit dabei mein Kollege Evil. Hallöchen da draußen und auch willkommen von meiner Seite. Und heute wollen wir euch drei Mystic-Karten zeigen, wo wir sagen, die drei haben es verdient, alleine in ein Spoiler-Video vorzukommen. Und Ja, ich würde sagen, ja. ich glaube, das sind echt alle drei einzigartig und wirklich coole Karten, auch vom Flavor her. Und ich glaube, Marco wollte nur sagen, wir starten einfach gleich mit der ersten, oder? So ist es. Gut. Ja, das wäre in dem Fall die Void Windknower für 9 Mana, 11, 9, ein Eldrazi und wie gesagt, wie schon im Vorwort erwähnt, eine Mythic Rare. Und die besagt eben, wenn dieser Eldrazi, und ich finde das Artwork echt genial gelungen, man schaut mal an, wie der Grazil da steht, ja, dann passt der Text auch dazu, denn unsere Gegner können keine Zaubersprüche mehr sprechen, die überhaupt konvertierte Mana-Kosten haben, ja. Das heißt, auch null ist even, ja, also wie es hier steht. Das heißt, er kann einfach keine Zaubersprüche mehr sprechen, ja. Unsere Gegner können zudem auch mit keine Kreaturen blocken, die auch eben überhaupt Mana-Kosten in ihren, also konvertierte Mana-Kosten haben in ihren Mana-Kosten. So muss man es auf Deutsch übersetzen. Und ich meine, dieses Ding schreit nach jedem Modern Tron-Deck. Das ist einfach ein alternativer Finisher für gerade mal 9 Mana, Leute. Fehlt hier nur, dass er noch nicht countbar ist. Aber da bringe ich auch noch was zusammen. Ja, was ja hier bei dieser Karte ist, ist ja eigentlich die geraden umgewandelten Mana-Kosten für Genau. das Ganze. Ja. Für die, was jetzt vielleicht hier mit Magic nicht so viel zu tun haben. Also, sobald es ungerade umgewandelte Mana-Kosten sind, Genau. kann ich sie natürlich schon wirken, aber halt eben nur gerade Zaubersprüche eben nicht. Richtig, ja, genau, das habe ich vielleicht jetzt nicht so deklariert. Ja, es stimmt, das habe ich jetzt nicht so stark erklärt, ja. Aber ist echt genial, finde ich, ja. Ja, auf alle Fälle. Und er ist einfach Bombe. Wenn man denkt mal, wenn man Pech hat, ist das ganze Deck vielleicht außer Kraft gesetzt. Kann man so sehen, vor allem halt auch Ja. zu späterer Stunde, sage ich mal, wenn das Spiel eigentlich schon in die Endphase geht. Und 9 Mana, wir wissen, wir haben auch einen Planeswalker mit 8 Mana schon rausbekommen. Wir haben Elspeth rausbekommen, also die hat zwar nur 6 Mana, aber wir haben auch, na, wie heißt der denn jetzt, unser Drache aus Khaneh von Dark hier? Fällt mir gerade nicht ein, na, sag mal, Zu viel geben. Ja, nee, der Planeswalker-Drache. Ugin, ja. Das haben wir gerade, Eugene oder ja, der Eugene. Eugene, ja. Auch der ist gecastet worden und hat 8 Mana, ja. Also es geht alles, wie man sieht. Im passenden Deck, mit der passenden Struktur, bringen wir diese 9 Mana ganz locker zusammen und haben echt, wirklich hier eine Bedrohung am Feld liegen, die der Gegner einfach erstmal handeln muss, ja. So Aber ist es. wir gehen zur nächsten Karte, die meiner Meinung nach auch gar nicht mal so übel ist, und zwar Green Warden of Murasa für 6 Mana, 5, 4, ein Fetti, ein Wald oder ich weiß nicht, klingt, schaut mal aus wie von Herr der Ringe, diese Bäume da. Baumwesen. Ja, genau. Ein Elemental, klar. Und eben wenn er das Spielfeld betrifft, dann dürfen wir, also wir müssen nicht, ja, eine Karte unserer Wahl von unserem Friedhof uns neu zur Hand bringen, aber wer will das nicht, ja? Also schreit nach Den Protector erstmal, für den man ja auch 5 Mana benutzen muss. Zuerst für gemorpht rauslegen 3 Mana und dann anmorphen für 2 Mana. Dann können wir auch eine Karte zurücknehmen. Und das zweite ist, wenn er eben stirbt, dann müssen wir oder dann können wir ihn exilen, und wenn wir das machen, dürfen wir nochmal eine Karte von vom Friedhof auf die Hand nehmen. Das heißt, wir haben hier eine Karte für 6 Mana, die einfach im passenden Deck auch wieder, wir reden immer bei Mythics von passenden Decks, wenn ich ehrlich bin, ja, wo man einfach für eine Karte wieder zwei Karten, eventuell hier zwei Karten, sonst eine mal gewiss, wieder zurückkriegt vom Friedhof. Und das können Antworten sein, das können Schlüsselkreaturen sein, das kann einfach alles sein, ja. Das auf Es alle Fälle.
Da bin ich Das. froh, dass in M15 die Hornet Queen Ja, rausfällt. Gott sei Dank, ja. Ja, wir sind, glaube ich, alle froh, dass gewisse Typen und Kreaturen und auch Sprüche nicht mehr existieren werden. Aber es kommen auch wieder neue und schließt sich die eine Tür, öffnet sich die andere Tür. Und von dem her bleibt es immer spannend. Auf alle Fälle ist, glaube ich, der Typ nicht zu missachten und könnte durchaus Play sehen. Vielleicht steigt auch nicht mal so vom Preis her, da er jetzt nicht wirklich viel von selbst aus macht. Ja. Leider halt auch nicht ganz removalfähig ist. Ja, er hat kein Hexproof, er hat nichts in der Richtung, er hat auch keinen Trampelschaden und er ist kein 10-10 oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, dass der dort oder da doch seinen Einsatz verdient hat. Vielleicht auch hin und wieder als Sideboard-Karte eben, wo man viel mit vielleicht Discard oder auch eben wo gemillt wird in die Bibliothek, ja. Aber man muss aufpassen, das neue Meta oder das neue Set spielt ja auch mit der Bibliothek, was ins Exil geschickt wird, ja. Also muss man ein bisschen drauf achten. Aber sei es drum, das jetzt einfach mal zu Green Warden of Murasa. Dann gehen wir zur letzten Karte für dieses Spoiler-Video heute. Und das ist Akem Firebird. 4 Mana, 2 rote, wir kennen sie alle, 3-3, Flying Haste. Und er greift jede Runde an, wenn er kann. Und hat dazu noch Landfall. Und das heißt, immer wenn eben ein Land unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, dann dürfen wir 6 Mana ausgeben, wenn wir sie denn haben. Und wenn wir das machen, können wir ihn zurück vom Friedhof aufs Spielfeld bringen. Ja, das klingt nach Ashcloud Phoenix, das klingt nach Chandra's Phoenix, glaube ich, hat die geheißen, oder? Aus einem 14er. Bin ich mir nicht Ja, sicher. das erinnert so an einige Phönixe. Ja, Phönixe halt, ja. Es ist halt ein Phönix, erst wieder mal rare. Und es haben schon eigentlich fast immer jeder Phönix hat Play gesehen. Also warum sollte nicht der auch Play sehen? Also ich glaube, er wird sich wahrscheinlich wieder, denk mal so um die 7 bis 12 Euro einpendeln, wenn er gespielt wird, ja. Er ist jetzt nichts überdrüber, aber erzeugt wieder für neue Ideen, neue Deckmöglichkeiten. Denn wenn man jetzt die Farben betrachtet, wir haben einen, wie heißt der, Death Ragent, oder wie heißt der jetzt nochmal, dieser Drache, der Kleine, ja. Wir haben noch immer legal den Ashcloud Phoenix, wir haben immer noch legal den Mantis Rider, und da kann schon dort oder da eine Möglichkeit entstehen, ein Midrange-Deck wachsen zu lassen, sage ich mal, ja, weil von Akku kann man hier nicht sprechen, ja. Aber zumindest auch ein Tempo-Deck, ja. Das stimmt, auf alle Fälle. Wir haben Doppelschlag, wir haben alles Mögliche im Endeffekt, ja. Ja. Und in dem Sinne finde ich den Typ nicht schlecht. Ob das Landfall jetzt so relevant sein wird, wie es jetzt hier geschildert wird, weiß ich nicht. Aber wir wissen, der Ashcloud Phoenix hat auch Megamorph gehabt, Morph gehabt, nicht Megamorph, Entschuldigung. Und da hatten wir auch 6 Mana bezahlen müssen. Und dazu musste man ja ihn auch erstmal als Morph casten oder er musste einmal sterben. Ja, das ist jetzt relativ. Ja, aber er hatte auch noch einen Nebeneffekt. Das heißt, er schießte damals 2 Schaden eben einen Spieler oder auf jeden Spieler. Ja. Das hatte er nicht. Aber ich finde ihn cool und ich bin gespannt und ich bin mir fast sicher, dass dieser flammenumhüllte Phoenix hier wirklich auch wieder sein Unwesen hier treiben wird im Meta. Bin ich mir ganz sicher. Und da auf dem Artwork, ich weiß nicht, welche diese 2 Leute sind, ja. Vielleicht die Eltern von Pira, also der Pia und Kiran. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja besser. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung, aber die sind dürften ja hier eigentlich schon längst tot sein. Die Das, Eltern. ja, es müsste schon so sein, ja, das stimmt. Ja, ja dann wird es halt irgendein anderer sein. Gut, ja, und in dem Sinne würde ich sagen, 3 interessante Mythic Rares, wie wir sie hier sehen. Und ich glaube, die ein oder andere wird sicherlich euch auch mal beglücken oder auch nerven, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Und im Endeffekt soll es genauso sein. Und mit diesen Worten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein beim nächsten Spoiler-Video oder was auch immer für ein Video kommen mag, ja, wo ihr das nächste Mal reinschaut. Ich bin auf alle Fälle froh, dass ihr immer wieder reinschaut. Und in dem Sinne gebe ich ab auf Marco und soll er die Schlussworte diesmal führen für mich. Und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, lasst uns auf jeden Fall ein Däumchen da, schreibt fleißig Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren hier über diese drei Karten, würde uns irrsinnig freuen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Tschüss!